Hallo, liebe Fußballfreunde, willkommen auf Werners Fußballecke. Ja, wer wird der neue Trainer beim FC Bayern München? Thomas Tuchel geht Ende der Saison und wer soll der neue Bayern-Trainer werden? Natürlich eine Menge Trainernamen im Gespräch gewesen, unter anderem Mourinho, jetzt auch Nagelsmann. Aktuell soll zum FC Bayern kommen. Hansi Flick ist im Gespräch, De Zerbi von Brighton aus der Premier League. Jetzt aber ganz neu, obwohl nicht ganz neu, aber jetzt konnte man lesen, man ist an den Berater von Zinedine Zidane herangetreten mit dem Wechselwunsch, ob ein Zidane eventuell zum Trainer, als Trainer zum FC Bayern München kommen könnte oder wollen würde. Das wäre für mich eine der besten Lösungen. Man hat ja auch gehört, Zinedine Zidane mit dem Co-Trainer Franck Ribéry beim FC Bayern. Das hört sich meiner Meinung nach einem Top-Duo an, aber auch muss ich sagen, Hansi Flick, der Ex-Bayern-Trainer, wäre wieder eine super Option als neuer Trainer beim FC Bayern. Man kennt Hansi Flick, er ist super mit den Spielern ausgekommen, hat super Erfolge gefeiert, die Mannschaft hat offensiven, super Fußball gespielt und so einen Trainer braucht jetzt auch der FC Bayern. Ein Trainer, der weiß, was er will, wie er spielen lassen werden würde, seine Taktik zum Beispiel. Und was er für Spieler bräuchte, eventuell für die Zukunft. Und ein Nagelsmann, der war schon beim FC Bayern, weiß ja jeder. Und ob das die optimale Lösung ist, meiner Meinung nein. Weil einige Spieler sind nicht mit ihm klargekommen, er mit einigen Spielern selber auch nicht. Und spielerisch war es auch nicht gerade 1A. Und jetzt braucht man einen Trainer mit Erfahrung, wo die Spieler auch wissen, was für Erfolge und was für ein Trainer er ist als Typ. Und da ist ein Hansi Flick oder auch ein Zinedine Zidane, das wären für meiner Meinung nach die perfekten Trainer für den FC Bayern. Was ist eure Meinung zu dem neuen Bayern-Trainer? Wer soll es werden? Schreibt dein Trainer in die Kommentare. Dann danke ich dir für ein Like und für ein Abo für Werners Fußballecke. Verpasst auch meine anderen Fußballvideos nicht. Bis dann. Tschüss.